Der gigantische Camarasaurus verteilt Kopfstöße, Schweifhiebe, Tritte. Und auch Body Slams. Aber natürlich fängt auch dieser Gigant mal klein an. Wir müssen an irgendeinen Ort, wo nichts los ist, wo wir in Ruhe erstmal Mission machen können. Weil ich glaube, aktuell kann mich einfach fast alles umbringen. Gott, ich bleibe auch überall hier an diesen Baumstämmen hängen. Wir gehen jetzt erstmal hier vorne an dem See was trinken. Ja, der Camarasaurus ist übrigens auch eine Mod, falls ihr euch fragt. Das ist kein Original-Dino aus dem Spiel. Und ich habe auch schon unsere ersten Attacken gelernt, nämlich einmal so ein Halshieb. Da schlagen wir einmal rundum mit unserem Hals nach vorne. Und wir haben einen Schweifhieb. Aber am besten vermeiden wir jede Konfrontation mit anderen Dinos. Also ich werde jetzt, denke ich, erstmal hier bleiben, bis ich ausgewachsen bin. Ich bin jetzt gerade hier auf dieser Insel. Und hier ist es eigentlich immer relativ ruhig. Ich hoffe einfach mal, dass wir keine anderen Dino-Begegnungen haben. Bis ich dann groß bin, dann gehe ich natürlich zur Wiese beim Krater. Ach, guck mal, da ist ein kleiner Komfi. Der ist ja niedlich. Einfach so ein Mini-Dinosaurier und dann so ein Koloss. Bin halt wirklich riesig gegen den. Ich glaube, der hat trotzdem Angst vor mir. Aber ich greife den natürlich nicht an. Der hat mich auch nicht angegriffen. Wir sind mittlerweile auch schon relativ weit vom Wachstum. Genau, wir sind schon hier in der letzten Stufe. Und wir haben echt viele Fähigkeiten. Ich kann gleich auch schon wieder neue Sachen lernen. Also das ist schon einiges. Das werde ich euch dann gleich zeigen, wenn ich mir das mal in Ruhe durchgelesen habe. Aber erstmal wandere ich jetzt noch ein bisschen weiter, weil wir brauchen bald Trinken. Ich muss jetzt gucken, dass ich irgendwo Trinken besorge. Wir haben jetzt übrigens einen Freund gefunden, nämlich einen Parasaurolophus. Der lernt gerade ein paar Abilities. Und ich kann euch jetzt mal meine Abilities zeigen. Das sieht sehr kompliziert aus. Aber im Prinzip ist es so, das hier sind Buffs für die Werte, das hier sind Buffs für die Werte und das hier, die sind eigentlich alle im gleichen Farbstil so, das sind unsere Attacken. Sind einige Attacken, davon werde ich wahrscheinlich nicht alle auf die Tasten hier packen, aber mal gucken, welche wir davon verwenden. Zweimal haben wir so einen Kopfstoß, dann haben wir so einen Kick mit den Vorderbeinen, ein Body Slam links, ein Body Slam rechts und dann können wir auch noch hier mit den Beinen einen Kick machen. Habe ich auch noch nicht ausprobiert, mit dem linken Bein, mit dem rechten Bein. Und ein Schweifhieb. Ich zeige euch die Attacken aber gleich auch nochmal. Erstmal geht's jetzt zum Wasser. Das war jetzt auch echt knapp. Aber das ist natürlich auch ein Croc. Oh nein. Ich hoffe, das macht keinen Stress. Okay, es greift uns an. Hat uns die Beine gebrochen. Wir trinken aber weiter. Kaum Schaden gemacht zum Glück. Das können wir gekonnt ignorieren. Ich kann es leider nicht treffen. War noch ein bisschen zu weit entfernt, aber ich bin voll getrunken. Also alles entspannt. Ich hoffe, mein Parakollege ist auch voll getrunken.
Wir müssen uns nämlich als nächstes Essen besorgen. So, ich zeige euch jetzt mal schnell die Attacken. Also wir haben einmal so einen Kopfstoß nach vorne. Einen Schweifhieb nach hinten. Dann eine Attacke mit den Vorderfüßen. Dann können wir auch nach hinten austreten. Oder nach vorne, glaube ich, oder? Ja, so seitlich ist das so ein Kick. Mit dem linken Fuß, mit dem rechten geht das auch. Oh, wir kriegen gleich Besuch von Fleischfressern. Dann haben wir auch noch ein Body Slam, links und rechts. Und wir haben einen Schrei, der uns healt und uns einen Damage Buff gibt. Den setzt er aber jetzt nicht ein, weil der viel Cooldown hat. Das Croc habe ich erwischt. Ja, die greifen uns hier halt alle an. Ansonsten ist an dem Tag nicht mehr viel passiert und ich habe am nächsten Tag weitergespielt. Da ist eine Blume dabei. Och, wie süß. Der gibt mir die sogar. Der kleine süße Maib. Jetzt haben wir eine Blume im Maul. Oh, die können wir sogar essen. Wusste ich gar nicht. Das ist natürlich praktisch. Ich habe immer nur die ganzen Bärenbüsche gegessen, aber wenn wir Blumen essen können, das ist natürlich entspannter. Haben wir jetzt ja durch einen coolen Zufall rausgefunden. Guck mal, das ist ein Alioramus. Bewegt sich gerade nicht. Oha, wie wir ihn nicht getroffen haben damit. Aber mit dem Bodycheck haben wir ihn getroffen. Das war mal eine gute Übung. Also es ist gut zu wissen, dass man nicht richtig trifft bei so kleinen Zielen, wenn die da dran sind. Da müssen wir einfach unseren Körper einsetzen. Vor uns schläft gerade ein Fleischfresser. Den renne ich jetzt mal zu. Na, der rennt weg. Den haben wir schon ganz gut erwischt. Na, der rennt weg. Ich glaube, den werden wir auch nicht wieder einholen. Dafür sind wir zu langsam. Guck mal, da vorne ist wieder ein Agro. Ich glaube zumindest, dass es ein Agro ist. Oh, ich glaube, der hat kein Interesse an mir. Aber ich sorge dafür, dass er Interesse haben wird. Ich glaube, die anderen Fleischfresser helfen dem jetzt. Aber da kommt auch ein Sauropode. Vielleicht hilft er mir. Und auch ein Lambeo.
Oh, sehr gut. Die greifen auch an die anderen Sauropoden. Oh, das wird jetzt hier ein Pflanzenfresser gegen Fleischfresser-Kampf. Der Argentino hat ihn auf jeden Fall gut erwischt, aber wir müssen dem Lambeo helfen. Oh nein, Lambeo, komm da weg. Der Lambeo ist down. Wir sind halt so schwerfällig, ne? Da kann man so schlecht helfen. Oh, der Pachi ist auch down, leider. Ah, die ganzen kleinen Pflanzenfresser werden hier weggesnackt vor unseren Augen. Aber was sollen wir machen? Wir sind halt nicht wirklich der Fokus von denen. Oh, und da kommen noch mehr Fleischfresser. Das sind viele Fleischfresser. Ich würde schon fast sagen, zu viele. Den einen haben wir schon mal gut erwischt. Meine Beine sind gebrochen. Das sind echt viele. Ich könnte mal eben den Call machen. Ich weiß nicht, ob das klug ist. Der sollte mich auch healen ein bisschen. Jetzt haben wir auch einen Damage-Buff. Ich habe halt kaum noch Ausdauer. So viele Fleischfresser um mich rum. Das ist echt gefährlich. Oh, da kommen noch mehr. Ein Eotriceratops auch noch. Okay, ich glaube, ich bin Geschichte. Das ist ein riesiges Mixpack, was uns hier angreift. Ja, das war's leider. Okay, da konnten wir nichts machen, das waren zu viele. Oh, da kommt ein Croc hinter uns. Den lassen wir ins Wasser. Oh, die Capros machen sich hier gerade über einen Giga, ist es, glaube ich, her. Ist auf jeden Fall sehr lustig anzusehen. Und wie die so schnell aus dem Wasser zischen. Oh, hier sind auch mehr Fleischfresser.
Ja, der kann die halt echt schwer nur hitten. Ich kenne ja das Problem, das hatte ich auch schon mal. Der stirbt jetzt leider auch gleich. Tja, so ist das. Der Giga ist nicht gemacht, um gegen diese Carbros anzukommen. Der hat dafür einfach keine guten Attacken. Und da stirbt er auch. Der mich beobachtet beim Essen. Der will bestimmt Stress, oder? Hau ab! Oh, wie viel Schaden wir machen. Da hat er Glück gehabt, die Ausdauer ist schon leer. Wo wollen die mich angreifen? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Der war fast so aus. Gehe ich zu meinen Freunden zum Wasser. Ich hoffe einfach mal, dass es meine Freunde sind. Ja, die treiben mich zum Wasser. Was wollen die von mir? Bitte, Crocs, enttäuscht mich nicht. Ihr seid meine Kumpels. Okay, ich nehme die Freundesanfrage an. Die beiden Kentros sind auf jeden Fall am Start. Okay, ein Kentro ist schon mal gone. Das war's mit ihm. Aber die Angreifer, die verziehen sich. Ah, der wird gerade gerippt. Das war eine kurze Freundschaft. Und mein Croc-Kollege ist schon hier neben mir. Ich hoffe einfach, dass es ein Kumpel ist. Ah, die wollen nur trinken. Na dann. Dann ist ja alles okay. Ich hatte einfach nur Angst. Was für eine Massenveranstaltung hier. Oh, die werden angegriffen. Ich halte mich da raus. Ich glaube, die legen sich jetzt da vorne mit den Crocs weiter an. Boah, die haben hier ein richtiges Massaker gemacht, die Crocs. Wahnsinn. Ich frage mich ja, wo die jetzt gerade sind. Da ist er. Siehst du, wir sind cool. Ich sag doch, die Crocs und ich, wir verstehen uns. Na, guck mal, vor uns ist ein Rexy. Und er legt sich einfach hin. Der hat aber Vertrauen in mich. Könnt ihr jetzt so zerstampfen? Tu ich's? Nein, ich tue es nicht. Was ist das denn da vorne für ein Leuchti? Oh, was wollen die von mir? Ich glaube, die wollen Ärger mit mir. Geht's im Wasser?
Der Argentino gehört nämlich, glaube ich, auch dazu. Ich hoffe einfach mal, dass die Crocs jetzt kommen. Ja, der Argentino gehört auch dazu. Mach mal meinen Call. Ja, da sind die Crocs. Oh Gott, okay. Der kann mich one-shotten. Okay, das ist ja verrückt. Damit habe ich nicht gerechnet. Das soll es jetzt aber mit dem Kamarasaurus gewesen sein. Ich finde, dem fehlt so ein bisschen ein Stomp. Also so ein Stampfer auf dem Boden, der dann Flächenschaden macht. Das hat er halt gar nicht. Aber ansonsten fand ich den eigentlich ganz cool. Bald jetzt viel Mixpacking, aber das ist ja immer so. Wenn man irgendwie einen großen Dino spielt, dann verbünden sich viele und greifen einen gleichzeitig an. Das bleibt nicht aus. Immerhin hatten wir jetzt Kämpfe. Beim Argentino, als ich den angespielt hatte, hat mich ja gar keiner angegriffen. Das war ja irgendwie noch langweiliger. Ja, falls euch die Folge gefallen haben sollte, lasst gerne ein Like da, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und wenn ihr mich unterstützen wollt, dann schreibt gerne einen Kommentar für den YouTube-Algorithmus. Man sieht nicht mal den Kopf, so hoch ist der. Ja, ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag, macht's gut, haut rein, euer Dandy.